Hallo ihr Lieben, hier ist eure Pinalu. Wir machen heute einmal mit Kloßteig ein paar ganz schnelle Waffeln, die werden aber herzhaft. Und was wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich dafür einmal hochwertigen Kloßteig gekauft. Ich möchte den aber gerne, also die Waffe möchte ich gerne mit dem Käse ein bisschen befüllen. Und hier habe ich ein bisschen Olivenöl, womit wir gleich das Waffeleisen einstreichen. Das habe ich jetzt schon vorgeheizt. Und dann werden wir es mit ein bisschen Kräuterquark garnieren. Ja, dann basteln wir mal los. So, jetzt gucken wir mal nach den ersten Waffeln. Die anderen habe ich jetzt geformt, habe das jetzt doch ein bisschen als Bällchen gemacht. Das ging einfacher. Und habe die dann mit Käse gefüllt. Die sehen auf jeden Fall richtig gut aus. Ein bisschen wie eine Riesenpommes irgendwie. Mit Käse gefüllt. Dann setze ich jetzt hier die nächsten Bällchen einfach nur ein und dann mache ich das so. Ihr Lieben, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like freuen und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr jemals aus Kloßteig Waffeln gemacht habt. Ich auf jeden Fall noch nicht. Ich finde das Ergebnis mega. Ich habe es probiert, es schmeckt richtig gut. Also für eine herzhafte Waffelvariation kann man es wirklich mal ausprobieren. Insgesamt bekommt man aus einem fertigen Waffelteig 6 Waffeln. Die Inhaltsstoffe verlinke ich euch natürlich gerne. Bis dahin, tschüss!